Hallo und herzlich willkommen zu meiner Review des oder Ersteindrucks des Comica CMV VM10 Mikrofons. Dieses Mikrofon habe ich mir ganz bewusst zugelegt, weil es im Gegensatz zu dem mir sehr beliebten Rode Mikrofon, dem Videomic, dem kleinen, die Möglichkeit hat, auch Smartphones oder Tablets als Mikrofon oder als Aufnahmequelle nutzen zu können. So, das Mikrofon kostet knapp 10 Euro mehr als die Konkurrenz, das Rode Mikrofon. Aber wir haben hier eine stylische Tasche, die wir halt beim Rode nicht haben. Und was wir halt auch nicht haben, was ich sehr interessant finde, ist zum einen, dass wir zwei verschiedene Windshields, also Windschutz haben. Einmal für den Indoor-Bereich oder ganz wenig Wind, oder wenn wir nur draußen sind. Und nicht ganz so extrem groß. Okay, ist natürlich jetzt noch ein bisschen zusammengeklappt. Ein Windshield für den Außenbereich. Im Vergleich zu dem Rode-Mikrofon natürlich ein ganz schöner Oschi. Aber der Vergleich wird später zeigen, wie sich das auch hier im Wind schlägt. Und optisch muss man ganz ehrlich sagen, sind die beiden doch, wow, sehr, sehr ähnlich. Also da, ganz ehrlich, kaum ein Unterschied. Bei der Halterung sieht das dann schon wieder anders aus. Die ist ein bisschen, ja, stylischer. Wer das nicht weiß, halt diese Form soll natürlich das Schwingen oder beziehungsweise Schwingungen, Vibrationen von der Kamera, wenn ihr da irgendwas betätigt, wenn ihr die tragt, vom Ton fernhalten. Also ihr sollt dann die Bewegung nicht im Video hören, wenn ihr lauft und ähnliches. Okay, das ist schon mal ganz in Ordnung für den Ersteindruck. Und das ist das Hauptkriterium, warum ich mir das Mikrofon zugelegt habe. Für die normale Kamera habe ich hier diesen Anschluss. Und hier explizit, das erkennt ihr an den Strichen, an den Linien. Das hier ist explizit für Smartphones. Wir haben hier drei schwarze Linien, das könnt ihr ganz gut erkennen. Und das Standard hat nur rechts und links, also Stereo, nur zwei Linien. Und hier haben wir wirklich drei Linien. Das kommt ins Mikrofon, das erkenne ich auch farblich, das ist ganz gut gelöst. Das kommt ins Mikrofon, das kommt ins Smartphone, das Graue. Wer es nicht weiß, hat hier nochmal ein Schild dran. Und dann könnt ihr damit auch dieses Mikrofon beim Smartphone oder Tablet nutzen, um vernünftigen Ton zu erzielen bei Videos, was ich leider mit dem Rode Mikrofon nicht kann. Die Kabellänge ist bei beiden relativ identisch kurz. Okay, das soll mein Ersteindruck gewesen sein. Es folgt natürlich dann der Vergleich, welches Mikrofon klingt besser. Ironischerweise ist dieses Mikrofon knapp 10 Euro teurer. Also erwarte ich auch, dass der Ton etwas besser ist. Aber ich habe natürlich noch anderes Zubehör dabei. Gut, ich hoffe, mein Video kann euch ein bisschen weiterhelfen. Wir sehen uns beim Vergleich der beiden Mikrofone. Ich danke euch und auf Wiedersehen. Tschüss.